kurzes Tutorial, wie man eine gefasste Fensterumrandung für eine Fassade, also für eine ganze Fassade, mit Hilfe des Freiflächenwerkzeugs machen kann. Ich nehme das Freiflächenwerkzeug, ich stelle es mir gleich mal auf irgendeine andere Schraffur und statt Naturgras und so weiter auf Lackgeld, man es ordentlich sieht im Tutorial. Alles zu, brauche ich alles nicht. Okay. Dann X3, Y3, Enter. Eine kurze Hilfskonstruktion. Eine Schraffur drüber. Die Schraffur markieren. Kleiner machen. Zum Beispiel 0,7. Gelände markieren. Auf das entsprechende Werkzeug gehen, Leertaste halten, innere Kontur zeigen, Durchbruch erstellen, auf anwendedefinierte Kanten anpassen und diese Kanten in der Z-Höhe auf -0,15 stellen. So stimmt das, den Winzer brauche ich auch nicht, der reicht 0,2. Okay, habe ich in 3D bereits ein Element hier in dieser Art geschaffen. Steuerung 2. Die Hilfskonstruktion weg, die stört nur das Zeug. Steuerung Raute von mir aus 6 mal addieren von hier nach hier. Steuerung 0. Das dazu markieren. Steuerung groß E. Das heißt kopieren und verschieben. Von diesem Eckpunkt auf diesen Mittelpunkt. Dann baue ich mir gleich Alt-Klick mit dieser Einstellung die fehlenden Ränder dazu. Ich nehme mir diese Zeile, sage, will ich noch vielleicht dreimal haben, Steuerung Raute dreimal, okay, von hier nach hier, Steuerung 0, dass ich alles sehe. Steuerung A, das hier rechte Maustaste, Auswahl in MOVS konvertieren, werden in MOVS konvertiert. So, eine Hilfswand zum Drehen stelle ich mir eigentlich einfach irgendwo hin. Steuerung 3, dann Steuerung A, alle Morphs, rechte Maustaste, muss man jetzt nicht, aber ich finde es sinnvoll, wenn alles passt, vereinen. Dann kann ich mit einem Klick das Zeug anklicken, irgendeinen Punkt wählen, auf der Padpalette freies Drehen wählen, das freie Drehen auf den unteren Punkt der Wand beziehen, auf die Achse Großtaste halten, nein, zuerst noch rechte Maustaste, Bearbeitungsebene, Ebene aufnehmen, dann zeige ich eben auf die Wand, damit ich wirklich in dieser Ebene drehe, also jetzt auf die Achse fahren, ich kann auch auf hier drauf fahren, dass es besser sieht, Großtaste halten, Klick, aufdrehen, kommt die Z-Achse, Klick, das Ganze steht im Senkrechten, ich lösche die Hilfswand, habe diese Fassadenstruktur. Gut, danke.